Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit einer quasi Business-Edition mit Lars Küpper von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. Hallo Lars. Hallo Patrick, freue mich, dich zu hören. So, bevor wir hier loslegen und zum eigentlichen Thema kommen, musst aber auch du noch die drei Fragen beantworten, die hier jeder bekommt. Zum Ersten, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten? Der größte Sportler aller Zeiten ist für mich Zinedine Zidane als Fußballer, weil ich aus dem Fußballbereich komme und ihn wirklich mega finde. Trotz Kopfstoß und so? Trotz Kopfstoß war natürlich keine gute Situation, aber als Fußballer einfach überragend. Ich kann immer nur sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht bei dem, was der denen gesagt hat. Ja, genau, das könnte man auch so sehen, genau. Aber gut, war natürlich in der Situation nicht gut. War vor allem nicht gut, dass eine Milliarde Menschen das am Fernsehen live gesehen haben und sich gefragt haben, was ist los, was hier passiert? Ja, sie haben es ja nicht gehört, was er gesagt hat, sondern nur im Nachhinein, ne? Klar, ja. Ja. Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis aller Zeiten, an dem du teilnehmen durftest oder zugucken oder so? Gelten auch Sachen wie Bundesjugendspiele mal eine Ehrenmedaille gekriegt oder nachts um drei für Mike Tyson für 11 Sekunden aufgestanden oder irgendwie sowas? Ja, also bei mir ist es schon sehr, sehr lange her. Ich würde sagen, größtes Ereignis für mich war eigentlich doch das, also sehr lange her, das stimmt ja gar nicht, 2014 das WM-Finale, was hier jeder vom Fernseher verfolgt hat und einfach begeistert war, dass wir endlich mal wieder Weltmeister wurden. Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass ich wenig gesessen habe während dieses Finals und die Leute, die mit mir am Tisch saßen, alle gefragt haben, was stehst du da hinten und rennst die ganze Zeit auf und ab? Ja, obwohl das Halbfinale gegen den Brasilianer natürlich auch sehr interessant war. Da habe ich das halbe Spiel verpasst, weil ich auf Toilette war. Also gefühlt, es steht 1-0. Ich so, gehe ich mal kurz auf Toilette, komme wieder und es steht, glaube ich, 3 oder 4-0. Ja. Da habe ich nur gedacht, war ich nur auf Toilette? Ist das noch die erste Halbzeit? Oder war irgendeine Zeitschleife oder irgendwie sowas? Ja, 2006 war ja schon begeisternd alles hier in Deutschland, aber 2014 haben wir uns endlich mal belohnt und ich glaube, das war dann für alle ein ganz, ganz tolles Turnier und ein super Erlebnis und wir haben uns alle, ich glaube, in Deutschland mega gefreut. Genau. Ja, ich bin auch selten so laut nach Hause gefahren nach sowas wie an dem Abend, obwohl ich ein leises Auto habe. Ich glaube, da warst du nicht alleine. Nee, komischerweise waren die alle laut. Die letzte Frage ist, du hast ja schon gesagt, kommst du vom Fußball. Was ist denn für dich die liebste Sportart dann quasi neben Fußball? Neben Fußball ist wirklich die liebste Sportart Tennis, obwohl ich das leider nicht mehr so spielen kann, weil ich Probleme mit meinem Kreuzband habe. Also er gesagt, ich habe es nicht mehr. Und auch im Moment erhebliche Fußprobleme habe. Okay. Dann kommt im Alter, wenn man über 50 ist, dann scheinen die Einschläge dann näher zu kommen. Und das ist mir leider passiert. Und schauen wir mal, wie es wird in Zukunft. Genau. Aber es macht riesen Spaß. Ja. Kann ich auch trotzdem immer weitermachen. Kreuzband ist nicht so schlimm bei mir. Aber hier mit dem linken Knöchel habe ich auch immer wieder Probleme und weiß aber auch nicht warum. Und mein Arzt ist da auch, keine Ahnung. Solange nichts kaputt ist, machen wir mal weiter. Genau so, solange es geht, egal, auch wenn mal ein bisschen Schmerzen dabei sind, macht man es weiter, weil es einfach viel Spaß macht. Genau. Kann ich mich zu Hause einen Tag hinsetzen, Füße hoch und alles gut. So, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, das nämlich mal ein bisschen was anderes ist. Du und die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung seid ja im Sport relativ aktiv und als Sponsoren auch relativ oft zu finden. Was macht denn den Mehrwert für
eine Firma wie Allfinanz, Deutsche Vermögensberatung, aus, mit einem Verein zu kooperieren, den zu sponsoren oder so? Ja, vom Grunde her macht das eigentlich unsere Erfahrung aus in diesem Bereich. Wir haben sehr, sehr viele neue Kontakte dadurch knüpfen können und haben einfach gemerkt, dass es geht ja nicht nur um die Profivereine, die da sind, sondern gerade den Amateursport, mit dem man mehr sehr verbunden ist. Ich natürlich in Düsseldorf besonders, habe hier Fußball gespielt, habe mich immer begeistert für alle Sportarten, die rund um den Ball, also alles, was sich mit dem Ball zugetragen hat. Und ja, und dadurch habe ich durch zu vielen Vereinen Kontakte bekommen und eigentlich habe durch meine berufliche Laufbahn vorher mal bei der Generali-Versicherung selbstständig gewesen, bin dann zur Deutschen Vermögensberatung gegangen, habe einfach gemerkt, dass da sehr viel Bedarf auch an guter Beratung vorhanden ist, auch in den Vereinen, weil gerade die Kostensituation ja nicht so ganz so einfach ist. Und aus dem Grunde habe ich mich da ein bisschen drauf spezialisiert. Mhm. Was sind denn die mehr oder weniger wichtigsten Themen, die du so mit Verein oder im Sport behandelst an deinen Versicherungsthemen? Es wird wahrscheinlich nicht die Kfz-Versicherung sein. Nein, selbstverständlich nicht. Also das Wichtigste ist eben halt nur, gerade bei den Amateurvereinen ist es eben halt so, dass sie sich eigentlich nicht bewusst sind, welche Möglichkeiten, welche Kraft hinter so einem Verein stehen kann. Das heißt, man kann einfach die Mitgliederzahl, die Mitglieder auch dafür nutzen, Einkaufsgemeinschaften aufzubauen, Rahmenvereinbarungen zu treffen, nicht nur mit der Finanzdienstleistungsbranche, sondern auch vielleicht mit der Kfz-Werkstatt oder mit irgendeinem Einzelhandelsgeschäft. Also ich glaube, dass da viel, viel Möglichkeiten da sind. Und aus diesem Grunde habe ich mich darauf spezialisiert, auf diese Vereine zu gehen, um einfach denen aufzuzeigen, dass viel, viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind, wie zum Beispiel bei Finanzierung von Vereinsprojekten, dass man da den Fundus, zum Beispiel der Deutschen Vermögensberatung, die Kontakte zu den Banken eben halt nutzen kann. Oder man eben halt selbst im Stromkostenbereich, was ja ein großer Kostenfaktor von vielen, vielen Vereinen ist, eben halt Analysen machen kann, um einfach Stromkosten einzusparen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt an den TG Nord zum Beispiel denke, auf den wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, ja, wenn die überlegen, Photovoltaikanlagen auf ihre Tennishallendächer zu setzen, ist das natürlich ein erster Schritt. Ja, der zweite Schritt ist aber auch eben halt nochmal zu gucken, gibt es eben halt auch günstige Anbieter, wo ich eben halt erhebliche Stromkosten noch sparen kann. Also das sind so Ansatzpunkte, die ich immer bei Vereinen anspreche. Neben den Themen wie Absicherung der erheblichen Vermögenswerte, wie Vereinsanlagen, wie Tennishallen, wie Vereinshäuser, die natürlich abgesichert werden müssen. Das ist natürlich klar und wo natürlich der Versicherungsmarkt auch sehr, sehr in Bewegung ist. Mhm. Eine Menge Vereine denken ja, im Prinzip sind wir über den Landessportbund oder den Verband, bei dem wir jetzt, unter dem wir jetzt stehen, versicherungsmäßig abgesichert. Da hast du ja gerade schon angedeutet, das ist nicht so. Was deckt denn so ein Landessportbund an und was musst du dann ja noch zusätzlich machen oder am besten machen? Ja, also vom Grunde her, Landessportbund bietet ja eigentlich die Grundabsicherung für Vereine an, was schon sehr, sehr weitreichend ist, was ja hauptsächlich auch die ARAG-Versicherung hier in der Region auch übernimmt und auch bundesweit übernimmt, wie das Thema Vereinshaftpflichtversicherung, wie das Thema Mitgliederunfallversicherung, also die wichtigsten Themen, was haftungsrechtliche Sachen anbelangt, sind darüber abgesichert, was eine sehr, sehr gute Geschichte ist. Aber oft sind natürlich neben diesen haftungsrelevanten Geschichten natürlich auch solche Dinge wie Vermögenswerte da, ja, wie zum Beispiel eine Tennishalle, die gebaut worden ist, die vielleicht sogar eine 1 Million Euro wert hat, ja, die abgesichert sein muss. Das kann man eben halt über die ARAG so nicht absichern und da muss man eben halt genau hinschauen, dass man dann auch den richtigen Versicherungsschutz hat, damit man nicht bei einem Schaden eben halt das böse Erwachen bekommt. Ne? Also guckst du dir schon so den Verein an, was habt ihr neben den paar Bällen, ein paar Schläger beim Tennis oder so, habt ihr auch noch Plätze, Hallen,
Dinge, die ja die Extraversicherung sozusagen brauchen, gegen was auch immer. Genau, das gucke ich mir im Detail an, das analysiere ich und versuche natürlich die bestmögliche Lösung zu finden. Ja, und das ist natürlich auch die Frage, die kostengünstigste Lösung zu finden, das ist eben halt sehr wichtig. Ja, also deswegen habe ich mich auch der Deutschen Vermögensberatung angeschlossen, weil es eben halt ein führender eigenständiger Finanzbetrieb ist, der eben halt diverse Kooperationspartner hat, ne, um sowas checken zu können. Wie ist denn da deine Erfahrung? Sind da die Vereine mehrheitlich gut aufgestellt oder mehrheitlich so, ja, wir haben den LSB und das war's? Also mehrheitlich so lala, also nicht ganz konkret. Und ich glaube, dass die wenigsten Vereine auch ihre Risiken im Detail kennen. Okay. Was sind denn so die häufigsten Risiken? Die häufigsten Risiken sind eigentlich vom Grunde her oft gerade bei den Vermögenswerten, also das heißt zum Beispiel bei den Gebäudewerten, die ja oft den Vereinen auch gehören diese Gebäude, dass da entsprechende Unterversicherung vorhanden ist, dass einfach dann im Schadenfall man erheblich hohe Selbstbeteiligung hat. Und das ist eigentlich so ein ganz gravierender Faktor. Der haftungsrechtliche Bereich, das heißt, was ich eben gesagt habe, was die ARAG schon absichert, ist schon sehr umfassend bei den meisten Vereinen durch die Sportbund-Geschichten eben halt abgesichert. Da haben wir nicht so solche Probleme. Aber gerade im Bereich Vermögenswerte und wo sind die Lücken im Detail, da sind die Vereine nicht ganz so gut aufgestellt. Aber das kann man auch nicht pauschal sagen. Der eine besser als der andere. Okay, was ist denn die häufigsten fehlende Versicherungen, die du wirklich auch drohend anmakeln musst? Also die drohend angemakt werden muss, ist eigentlich das vom Grunde her das Thema Gebäudeabsicherung oft nicht richtig kalkuliert wurde. Also das heißt, der Gebäudewert wurde nicht vernünftig bemessen. Ja, und dann kann das eben halt im Schadenfall zu einer hohen Selbstbeteiligung kommen, weil es einfach eine Unterversicherung da ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also die meisten Vereine haben natürlich die Grundabsicherung, die sind natürlich da, aber ob sie richtig gemacht worden sind, das ist dann die große Frage. Und da ist leider ab und an mal der eine oder andere Verein, der da eine große Lücke hat. Haben denn da für das Gespräch mit den Vereinen so Sachen einen Einfluss wie zum Beispiel in Düsseldorf, als hier, ich glaube, von Schwarz-Weiß das Vereinsheim abgebrannt ist und das eben nicht adäquat versichert war und die ja echte Probleme gekriegt haben, wie wir Düsseldorfer ja mitgekriegt haben. Ja. Für dich makeltechnisch von Vorteil, dass die Leute dann sagen, okay, wir brauchen dann adäquate Versicherung oder ist das Vereinen egal? Na, das kann man jetzt nicht prinzipiell sagen, dass ein Verein das egal ist. Das kommt immer darauf an, wer da im Vorstand sitzt und wer sich damit beschäftigt. Ist natürlich auch heutzutage eine Frage der Kostensituation. Das heißt, was kosten eben halt die Versicherungen? Oft sind die jahrzehntelang nicht angepasst worden und nicht drüber gesprochen worden. Und das ist eigentlich das große Thema. Und natürlich gerade im Düsseldorfer Bereich, das Thema Schwarz-Weiß war natürlich in aller Munde. Da weiß ich jetzt persönlich nicht ganz genau, woran es gelegen hat, dass da erhebliche Unterdeckung vorhanden war, also kein Versicherungsschutz vorhanden war oder nur teilweise. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das Thema war natürlich gerade, ist auch als für mich als Anspracheform natürlich oder als Hinweis natürlich sehr interessant für die einzelnen Vereine, weil die dann denken sie mehr darüber nach. Ja, also die Ursache war ganz einfach, dass jemand das Vereinsheim abgefackelt hat, für alle, die es nicht wissen. Und der Verein damit, weil ja gefühlt alles weg war, also es ist wirklich abgefackelt, damit vor dem Ruin und dem Ausstand und dann die Düsseldorfer und ein paar Versicherungen doch noch eingesprungen sind. Ja, ja. Und das sollte nicht passieren. Ne? Also das ist ja einfach ein enormer Wert ist, ne? der so an die Existenz des Vereines gehen kann. Ja, und dann sind die Leute aber privat wahrscheinlich sogar gegen Erdbeben versichert. Und das ist dann eine gewisse Diskrepanz. Wenn wir gleich wiederkommen nach der Werbung, reden wir noch ein bisschen über was ja für Versicherungen vielleicht Vereine mal abschließen sollten oder haben sollten. Warum Versicherungen so ein mehr oder weniger Problem gerade auch bei Vereinen sind
und was du gemacht hast in Sachen ja Versicherungen und Vereine. Bis gleich. Tobi? Andreas? Wie war das jetzt nochmal mit der Freiwette auf HappyBet? Alles klar, pass auf. Du bist auf meinsportpodcast.de/wetten. Ja. Jetzt klickst du dort auf den Link und registrierst dich. Moment, fertig. Jetzt check deine E-Mails. Dort hast du eine Mail bekommen, in der der Aktionscode steht. Hab ich. Gut. Und jetzt stellst du dir eine schöne Dreierwette zusammen. Und auf die Dreierwette kann ich jetzt dann 5 Euro setzen? Genau. Du kannst auch mehr setzen, aber die Freiwette, das sind 5 Euro. Kann ich jeden Sport nehmen? Fußball, Tennis, Rugby, was du möchtest. Da habe ich mir auch schon eine Wette ausgesucht. Super. Und ihr, liebe Hörer, könnt auch mitwetten. Auf meinsportpodcast.de/wetten findet ihr alle Infos dazu. Hallo, da sind wir wieder mit Lars Küpper von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung. Wir haben gerade darüber geredet, dass eine ganze Menge Vereine ja falsch oder unterversichert sind. Würdest du Vereinen Versicherungen empfehlen, vor allen Dingen dem Vorstand, für die sie definitiv nicht über LSB oder so abgesichert sind? Ja, definitiv nicht abgesichert, kann man so nicht sagen. Also es gibt ja auch gute Berater auch neben mir, also dass oder wenig abgesichert sind. Ja, wenig abgesichert sind. Also was eben halt wichtig ist, gerade heutzutage bei den Vorständen, das ist das Thema D&O-Versicherung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Director und Officer Versicherung, das bedeutet vom Grunde her das Thema, dass eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Vorstände bestehen sollte. Weil man merkt ja einfach, manche Vereine sind natürlich nicht ganz so klein. Die haben Hunderte von Mitgliedern oder sogar Tausende und bewegen auch ganz schön Gelder für den Verein. Und da können natürlich auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden. Und dann werden diese Vorstände im schlimmsten Fall auch mal haftbar gemacht. Und deswegen ist so eine D&O-Versicherung meines Erachtens unabkömmlich für viele Vereine oder für die meisten. Und da das Thema spreche ich immer an. Das kann man aber eben halt auch über die AHAG abschließen zum Beispiel. Aber viele haben es eben halt noch nicht. Und deswegen spreche ich dieses Thema besonders an. Hm. Wie ist denn da so der, ich habe das ja vorhin schon mal ähnlich gefragt, so der Durchschnitt, sind die da gut aufgestellt oder meinst du eher, die wissen nicht, auf was auf sie zukommt, wie das ja meistens ist, wenn man im Sportvorstand von einem Verein landet? Ja, wie ich sagte, also Lücken sind auf jeden Fall vorhanden, weil glaube ich, der Verein meistens seine Risiken gar nicht abschätzen kann. Ja, und das ist das. Es ist ja oft so, es sind ja oft ehrenamtliche Vorstände, die vorhanden sind. Die haben noch nebenher einen Job und die machen also ihr Hobby natürlich nebenher und lassen sich dann vielleicht nur als Vorstand aufstellen und müssen sich erstmal da reinfinden und haben auch nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich der Meinung, braucht man dann auch einen guten Berater, der ihnen hilft, diese Risiken einzuschätzen und wenn möglich auch abzusichern. Mhm. Wie ist das denn zu erklären, deiner Meinung nach, dass gerade Vereine, ich meine Privatleute auch, aber so ein gespaltenes Verhältnis zu Versicherungen zu haben, wo das doch ja nun wirklich wichtig zu sein scheint. Ich meine, wenn es Vereinsheim abbrennt, hast du offensichtlich ein Problem. Und wenn du andere Schäden hast, die viel Geld kosten, oder ja, auch weil es nur Ehrenamt ist, Blödsinn baust, dann bist du wahrscheinlich auch nicht abgesichert. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist, ich finde so allgemein, wie du eben schon sagtest, auch das Thema Versicherung ist ja sehr abgedroschen auch insgesamt. Also, die hört sich sehr abgedroschen an und die Leute denken immer drüber nach, brauche ich eine Versicherung oder brauche ich sie nicht. Thema ist eben halt immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann brauche ich die Versicherung und dann weiß ich erst, wie gut eine Versicherung ist. Und ich glaube, aus dem Grunde beschäftigen sich auch Leute nicht gerne mit diesem Thema. Ja, also und Vorstände schon, aber eben halt auch nicht immer bis ins Detail. Und das kommt immer darauf an, wie es in der Vergangenheit war. Wie oft hat sich ein Vorstand verändert? Beschäftigt er sich dann neu damit oder übernimmt er es einfach und lässt es laufen? Liegt, glaube ich, in der Sache selbst, dass einfach da auch viele Veränderungen da sind. Man vielleicht nicht immer professionell damit umgeht, nicht bewusst, ne, eher unbewusst.
aber es ist einfach ein Thema, was immer wieder angesprochen werden muss und auch wieder immer überlegt werden muss im Gespräch mit den Vorständen von Vereinen. Ja, also es ist auch sehr umfassend. Ja, es ist ja haftungsrechtliche Geschichten, die abgesichert werden müssen. Da muss man immer auch an Gesetze denken, man muss die Situation erkennen. Und wie auch im wahren Leben, natürlich passiert nicht immer was. Und aus dem Grunde geht man da vielleicht ein bisschen lockerer mit um. Solange ja nichts passiert ist in der Vergangenheit, muss ja auch nie in Zukunft was passieren. So wird ja gedacht und ist aber leider meistens nicht so. Ne? Das ist genau der Fehler dabei. Ja, das haben wir ja leider im Moment genug. Bis jetzt bin ich noch nicht Corona erkrankt, deswegen brauche ich keine Maske tragen. Ja, genau. Das ist so ein gedanklicher Fehler, der uns Menschen, glaube ich, irgendwo inhärent ist. Ja, kann man auch keinem zum Vorwurf machen, in Anführungsstrichen. Ne. Nur natürlich, wenn ich als Vereinsvorstand für viele Leute verantwortlich bin, dann muss ich schon ein bisschen mehr darüber nachdenken oder sollte ich mehr darüber nachdenken. Will ich jetzt gar nicht sagen, aber sollte ich eben halt, und das auch genauer zu durchleuchten. Aber da muss ich sagen, da kann ich nicht pauschal sagen, es ist bei dem einen Verein besser als bei dem anderen. Nö, ich weiß es aber auch noch aus eigener Erfahrung, wenn da mal einer eine Scheibe einschießt, sage ich jetzt mal, aus Versehen, weil der Ball Querschläger, Pfosten, was weiß ich, dann ist gut, das zu haben, aber die gegnerische Mannschaft, die halt die Scheibe nicht eingeschossen hat, macht sich noch nicht mal da Gedanken drum, dass ihnen das vielleicht auch passieren könnte und holt sich dann extra keine Versicherung, sondern sagt, gutes Beispiel, ja. Das passiert uns nicht, weil bei uns gibt's keine Scheibe, was weiß ich. Dabei aus Erfahrung so, es geschieht schneller als man will und man kriegt's auch manchmal erst 3 Tage später mit. Ja, klar, ja. Es gibt ja auch Büsche, die im Weg stehen vor der Scheibe, so ungefähr. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Natürlich, klar, sind andere Risiken, wenn Personenschäden entstehen, ist natürlich das eigentlich das gravierendste Thema. Ja, also wir reden immer über in Anführungsstrichen über die Gebäude oder Vermögenswerte, die da sind, die vielleicht mal geschädigt werden können. Das kann natürlich auch mal ins Geld gehen, aber die Existenz bedroht eher irgendwie Thema haftungsrechtliche Sachen. Das heißt, wenn Personenschäden entstehen, ja, wenn eben halt Fehlentscheidungen getroffen werden, wo Vermögenswerte, also das heißt, das Geld des Vereines eben halt immer weniger wird. Ja, das sind so wichtige Faktoren, die eigentlich meines Erachtens, wo man mehr drüber nachdenken sollte. Wie ist denn da deine Erfahrung bei Leuten, die halt Sport jetzt als mehr oder weniger Beruf ausüben, sind die umgreifend adäquat versichert oder ist das da eher mal jetzt ganz, ganz schlimm bis schlecht? Ja, also ich sage jetzt mal, ich bin mehr im Amateursport unterwegs, da ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, da kommt es immer darauf an, welcher Berater steckt hinter der einzelnen Person und das wird bei den Profisportlern natürlich auch nicht anders sein, da steckt es da natürlich dann dahinter, wie das Management aufgestellt wird, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da also zumindest das, was ich aus meinem Erfahrungsschatz gehört habe und mitbekommen habe, sind die schon besser aufgestellt. Das ist ja auch wie ein normaler Gewerbebetrieb. Ja? Ein Gewerbebetrieb ist auch meistens besser versichert als eine Privatperson. Das ist eben halt so. Ja? Und deswegen ist das dann gerade bei Berufssportlern, bei Profisportlern eben halt ähnlich. Ja? Aber da kann man sich auch immer noch verbessern. Das ist gar keine Frage. Ja? Mit Sicherheit, sonst würden so viele Profisportler ja nicht nach einer Verletzung am Ende der Karriere am Hungertuch nagen und müssten ins Dschungelcamp. Da hast du recht, das ist natürlich ein Thema, das aber kommt immer natürlich darauf an, wie man versichert ist. Ja. Die meisten sind versichert, aber das ist wieder dieses Thema Lücken, die da sind. Wie gut ist man abgesichert? Ja? Also als Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja auch immer die Frage, einige Leute in Deutschland haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber oft ist es eben halt so, dass die nur mit einer ganz geringen Monatsrente abgesichert ist, die einfach nicht das Einkommen absichern kann für die Zukunft. Das ist eben halt so. Ja, ja, teilweise geht es ja noch nicht mal so um die Miete, so ungefähr. Ja, genau. Ja, hast recht. Was sagst du denn unseren Zuhörern, ab wann, welcher Größe, welchen Tätigkeiten es denn für einen Verein
wirklich Sinn macht, sich mal mit dem Thema Versicherung wirklich vernünftig auseinanderzusetzen? Also ich glaube, das ist nicht größenabhängig. Ich glaube, okay, das ist vom Risiko abhängig. Und Risiken haben alle, auch extreme Risiken haben alle. Ich habe eben erwähnt, das Thema haftungsrechtliche Geschichten, wenn ich für Personenschäden verantwortlich gemacht werde, dann kann das teilweise in Millionen Entschädigungsbeträgen reingehen. Dann bin ich in meiner Existenz mehr als bedroht. Und deswegen kann man das gar nicht von Größenordnung abhängig machen. Ich glaube, jeder Verein sollte sich genauestens damit beschäftigen und das durchleuchten lassen von jemandem, der sich damit auskennt. Das ist für mich das Voraussetzung bei der ganzen Geschichte, und nicht denken, man kann es selbst machen, weil das ist einfach, man kann sich viel online aneignen an Informationen, aber ich denke mal, Erfahrung, Know-how gehört dazu, um das auch richtig zu machen. Also sollte selbst der Thekenverein, Thekenfußballverein und auch der Champions League Gewinner sich mal regelmäßig mit der Versicherungslage auseinandersetzen, sagst du? Das sollte jeder tun. Also Thekenfußballverein oder Thekenverein insgesamt ist die Frage, weil da sind die haftungsrechtlichen Geschichten etwas anders als ein eingetragener Verein. Ja, also man muss schon gucken. Also jeder eingetragene Verein, egal in welcher Form, sollte sich damit beschäftigen. Okay. Wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und dann kommen wir wieder und reden mit dir über ein Beispiel, wo du und die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Sponsor eines Vereins geworden sind. Bis gleich. Demboski? Dies hier. Ach, Sie schon wieder. Sie sind wieder zurück. Herr Demboski, was sagen die Modelle zu RB Leipzig? Thies, ich rede über diesen Verein nicht. Härter, kompromissloser und unbestechlicher als je zuvor. Ist Bayern das stärkste Team aller Zeiten? Haben Sie überhaupt irgendwann mal aufgepasst? Sie liefern das einzig wahre Ranking des Fußballs in Europa. Sie hatten recht mit dem Ende von LOSC. Wir müssen auch endlich mal über Asse reden. Und vergessen Sie doch Wolfsburg nicht. Einmal Wolfsburg, immer Wolfsburg. Das DIT Power Ranking mit Dietfried Dembowski auf meinsportpodcast.de. Hallo, da sind wir wieder mit Lars Küpper von der Allfinanz Deutschen Vermögensberatung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Versicherungen für Vereine sind, in welchen Situationen. Ab welcher Größe, nämlich direkt am Anfang, Versicherungen wichtig sind und dass man da auch über seinen Schatten springen sollte und Versicherungen nicht so verteufeln, weil es nämlich gar nicht verkehrt ist, sowas zu haben und auf Eventualitäten vorbereitet sein sollte. Nun hast du mit der Allfinanz Deutschen Vermögensberatung dich dazu entschieden, Sponsor eines Vereins zu werden, der jetzt nicht unbedingt Fußball-Bundesliga, DEL, Basketball-Bundesliga oder so ist, sondern dem TG Nord Düsseldorf als Sponsor zur Seite zu stehen. Wie ist dazu gekommen? Ja, vom Grunde her, es ist sehr interessant. Ich hatte schon längere Zeit ja Kontakt zu euch, zum Oliver Reiner, der ja viele Projekte mit vielen Vereinen in Düsseldorf und auch eben halt bundesweit eben halt durchzieht und durchführt. Und ich bin durch ihn eigentlich auf den TG Nord aufmerksam gemacht worden, weil der TG Nord einfach ein Verein ist, der sich viele Gedanken macht. Viele Gedanken macht, neue Mitglieder zu werben und auch jünger und interessanter zu werden. Und ich sag mal, das Beispiel Paddle Tennis hat mich super begeistert von Anfang an, dass jetzt in Düsseldorf sogar eine Paddle Tennis Anlage projektiert wurde und auch durchgeführt wurde und installiert wurde. Und das fand ich super interessant und habe dann Kontakt eben mal zum Erik Graf bekommen und zum Norbert Billerbeck, und die als Vorstand da tätig sind. Und wir haben uns direkt gut verstanden und ausgetauscht und Gedanken ausgetauscht, weil es gehört ja viel dazu. Wir haben eben über Versicherung gesprochen. Natürlich analysiere ich auch die Versicherung von TG Nord, aber mir geht es eigentlich um viel, viel mehr, weil eigentlich gerade der Amateursport, egal welcher Bereich,
heutzutage ja vom Grunde her viel mehr Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Und man muss aber auch neue Wege gehen. Und das war einfach das Interessante bei der TG Nord, weil die nicht nur Tennis eben halt anbieten, sondern jetzt auch Padel-Tennis und sich Gedanken machen, das eben halt weiter zu entwickeln. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Was meinst du denn, waren die richtigen Gedanken, die vielleicht ausschlaggebend waren, dafür waren, dass du das Projekt Padel-Tennis, TG Nord und so weiter nicht so verkehrt fandest? Vom Grunde her hatte ich schon längere Zeit. Ich bin eigentlich jetzt schon seit 2 Jahren angefangen zu überlegen, mit welchen Vereinen kann man eben halt irgendwie zusammenkommen und kann Projekte entwickeln. Natürlich ganz klar, bin ich auch ganz ehrlich, neue Leute kennenzulernen, auch neue Kunden zu gewinnen, für mich persönlich, aber einfach auch den Mehrwert eines Vereines darzustellen. Und ich hatte anfänglich, ich weiß nicht, ob ich es dir nur gesagt habe oder schon hier in dem Podcast, dass ich ja mal auch für die Generali tätig war. Und die Generali hat zum Beispiel eins gemacht, und das finde ich, das ist, passt wie Faust aufs Auge auf jeden Sportverein. Die haben ein Gesundheitskonzept zum Beispiel entwickelt. Ja? Mhm. Das nennt sich Vitality. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Vitality-Programm der Generali. Das ist ein ganz besonderes Programm, wo man eigentlich in 3 Schritten zu einem gesünderen Leben kommt. Das heißt, sich bewusst zu machen, in welcher gesundheitlichen Situation ist man zurzeit. Dann aktiv zu leben, haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, dass du auch oder wir auch in unserem hohen Alter noch ein bisschen Sport treiben wollen und uns bewegen wollen, um gesund zu bleiben. Und aber auch der dritte Bereich, und das finde ich das Interessante, dass man in diesem Gesundheitskonzept auch noch belohnt wird, also auch monetär belohnt werden kann. Mhm. Das bedeutet, für so einen Verein ist das eine Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation. Einmal eben halt der TG Nord zum Beispiel als Beispiel für den Verein, dass man eben halt Sponsoring-Vereinbarungen mit zum Beispiel mit meiner Person vereinbaren kann. Dann für das Mitglied, weil es die Möglichkeit hat, über zum Beispiel dieses Gesundheitskonzept zum Beispiel Cashback-Funktionen zu bekommen, bei Expedia Cashback-Geschichten zu bekommen bis 1.500 Euro im Jahr zum Beispiel. Also solche Möglichkeiten. Mhm. Und einfach das hat jeder Verein, egal ob es TG Nord ist oder ein anderer kleinerer Verein, die Möglichkeit einfach vom Grunde her, einfach für sich solche Mehrwerte zu generieren, die interessant sind, wo man auch neue Mitglieder für mit gewinnen kann und sich weiterentwickeln kann, weil wir wissen alle, dass viele Vereine heute mit auch was Mitgliederanzahl anbelangt große Probleme haben und die müssen einfach auch neue Wege gehen. Und ja, diesen Weg versuche ich dann mit dem Verein, mit dem ich dann eben mal zusammenkomme, auch zusammen zu beschreiten und eben mal zu entwickeln. Und das macht Spaß, bringt mir natürlich auch neue Kontakte, neue Kunden. Ja, natürlich, ich mach's ja auch professionell. Und aber auch der Verein, der Vorstand und die Mitglieder haben da wirklich was von. Und das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, weil sonst bringt es nichts. Weil ansonsten als Sponsor, in der Vergangenheit war es ja oft so, da wurde man eben halt angesprochen, ob man eine Bannenwerbung macht. Ja. Aber dann hat man das natürlich gerne gemacht für den Verein, das ist logisch. Aber ich denke mal, es muss eine Win-Win-Win-Situation für alle sein. Und das ist eigentlich das A und O, nicht nur für meine Branche, meines Erachtens. Was denkst du denn, wie Vereine auftreten sollten oder es versuchen sollten, zum Beispiel auch die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung als Sponsor zu bekommen? Und was läuft da falsch? Weil es gibt ja viele Vereine, die sagen, wir ja arbeiten uns hier wund an Sponsoren, aber es kommt keiner außer die Metzgerei um die Ecke. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich meine, die Deutsche Vermögensberatung macht es natürlich seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt persönlich erst seit 2 Jahren mit bei der Deutschen Vermögensberatung dabei. Aber die machen es ja schon seit Jahren. Die machen natürlich Sportsponsoring rauf und runter, bundesweit. Natürlich machen meine Kollegen bei ihren Vereinen, auch bei ihren Lieblingsvereinen, machen die Vereinbarungen, ganz klar. Es ist eben halt nur so, meines Erachtens, oder meine Erfahrung aus der Vergangenheit war, es wurde immer die Hand von den Vereinen aufgehalten. Ja, also nur eine einseitige Geschichte. Das heißt, dass vom Grunde her natürlich Sponsoren angesprochen wurden, ob die nicht mal was
was an Bannwerbung machen wollen in Zukunft. Aber ich denke, das A und O bei der ganzen Geschichte, dass das ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und dass man gerade, wenn man, egal in welcher Branche, ich sag mal ein Beispiel, eine Kfz-Werkstatt hat und Mitglied von einem Verein ist, würde man sich doch darüber freuen, wenn mehrere Leute aus dem Verein in die Kfz-Werkstatt von ihm kommen. Ja, und das, denke ich, kann man für in allen Bereichen nutzen. Einmal die Mitglieder, die dann Vorteile vielleicht in der Kfz-Werkstatt haben oder eben halt bei der Deutschen Vermögensberatung durch Rahmenvereinbarung und eben halt natürlich auch der das Sponsoren betreibt, der also die Gelder gibt, dass der natürlich auch was davon hat. Und ich glaube, das ist das A und O für die Zukunft meines Erachtens. Also nicht mehr dieses, ja, hier hast du Geld für eine Bande und ich will einmal die Bande sehen und dann nie wieder. Ja, das ist zusammenarbeiten. Genau, zusammenarbeiten, zusammenleben und zusammen Projekte entwickeln in jeder Form. Das ist, glaube ich, das A und O. Also das heißt eigentlich dieses Vereinsdenken einfach auf professionellere Basis zu stellen. Das ist, glaube ich, wichtig und zielführend für die Zukunft. Ja, das war's auch schon. Es war super interessant zum Thema Versicherung und Sponsoring von Vereinen. Hast du noch etwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben würdest? Habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel gesagt, aber wer es sich jetzt im Detail anhört. Ich glaube, wir können uns alle da wiederfinden. Egal, ob ich jetzt im Mitglied in irgendeinem Verein bin oder auch ein Gewerbetreibender bin. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir miteinander, auch die Gesellschaft, das ist ein politisches Thema auch, dass ein Miteinander, glaube ich, die zielführendste Geschichte ist überhaupt. Ja, das ist gar nicht so ein schlechtes Schlusswort, finde ich. Es war mir ein Vergnügen und wir werden wahrscheinlich die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung noch öfters im Sport sehen, denke ich. Tun wir jetzt schon, so ziemlich oft. Ja. Und ich wünsche dir viel Spaß noch beim TG Nord und bei allen anderen Vereinen, denen du noch unter die Arme helfen möchtest. Bis ja, dann, gerne, Lars. Gerne. Hat viel Spaß gemacht, Patrick. Alles klar. Bis dann. Ne? Ciao. Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de? Die Geschichte der Beatles ist nicht komplett ohne Mel Evans. Bodyguard, Fahrer, persönlicher Assistent, ein Bär von einem Mann, den nichts aus der Ruhe bringen konnte. Naja, fast nichts. And Mal was a big guy, but he was really sweet. He breaking out in tears. Und was ihn zum Weinen brachte, hört ihr in der neuen Folge von About the Beatles mit Malte Asmus auf meinmusikpodcast.de. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Hoffentlich sehen wir Tennis im nächsten Jahr wieder live. Vielleicht auch in Köln bei den Cologne Open, die geplant sind im Mai. Und in der neuen Ausgabe von Chip and Charge habe ich mit Oliver Müller, dem Turnierdirektor, gesprochen, warum kein Turnier in der Lanxess Arena in Köln stattgefunden hat und wie er das Turnier im Mai plant. Dazu natürlich das gesamte Turniergeschehen der letzten zwei Wochen. meinsportpodcast.de